Cis-Pornos? Nein, Sadie sagte Stornos. Leute, jetzt hört auf, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Sadie und ich haben uns entschieden, ein paar Dinge zu ändern. Wir werden uns ab jetzt gesünder ernähren und dadurch glücklicher. Damit beginnen wir heute. Und zwar mit diesem Essen. Und das sieht echt klasse aus. Es sieht gut aus, oder? Ist das da Grillkäse? Nein, gebratener Tofu. Ach. Hey, Tofu ist wirklich lecker. Und der Salat ist total frisch und einfach herrlich. Es ist Wahnsinn, wie intensiv so ein Salat schmecken kann, wenn man ihn pur isst. Ich meine, ganz ohne Dressing. So ein Dressing klatscht alles zu und der Salat verliert seinen Geschmack. Und es wird sich noch was ändern. Es ist so, wir werden versuchen, den Gebrauch elektronischer Medien zu reduzieren. Unterm Strich heißt das, hier wird es dann kein WLAN mehr geben und der Computer darf nur noch abends genutzt werden. Was? Zwischen 8 und 8.30 Uhr. Wie soll das bitte gehen ohne WLAN? Mit Kabel, wie früher in der Küche. Ja, und wir überwachen die Nutzung. Ihr könnt nicht einfach sagen, tschüss WLAN, was soll denn das? Tschüss WLAN, ha ha ha. Du verbringst kaum mehr Zeit mit uns, weil dir dein Handy eindeutig wichtiger ist. Und dein Computer und du weißt schon, du hast nur noch 5 Jahre mit uns oder so. Unsere Wege trennen sich in 5 Jahren, oder was? Nein, aber du wirst dann ganz bestimmt ausziehen. Du spielst ab jetzt mehr mit deiner kleinen Schwester. Da sitzt deine perfekte Freundin. Ich will jetzt aber nicht mit ihr befreundet sein. Sie kann meine Freundin werden, wenn sie ein normaler Mensch ist, mit 20 oder so. Ich häng ganz sicher nicht mit dir rum, wenn ich 20 bin. Du hockst zu viel vor dem Computer. Du müsstest echt mehr rausgehen. Spiel draußen im Freien, Sadie. Ja, bau doch Sachen. Ich meine, bau doch einen vor. Das ist eine gute Idee. Was? Ja, bau eine Festung. Spiel mit deinen Freunden dort und... Wie bitte ein... Und das draußen? Ja. Was mache ich da drin? Was soll ich in dem Scheiß vortun? Als ich so alt war wie du, haben wir draußen Baumhäuser gebaut und mit Stöcken gespielt. Niemand spielt heute noch mit Stöcken. Wie wär's mit einem Limo-Stand mit Charlotte zusammen? Spielt Fangen oder so. Sucht eine Leiche im Wald. Draußen sein ist lustig, ehrlich, Sadie. Schnapp dir einen Reifen und einen Stock und dann geht's die Straße runter. Niemand macht so einen Mist. Wir haben 2012. Du kommst ohne Technologie aus. Keine Technologie. Charlotte, pack das Handy weg. Wieso willst du mich überwachen? Das hast du doch eben gesagt. Du überwachst den Computer. Glaubt ihr, ich mach was Verbotenes? Niemand wirft dir sowas vor. Ich mach mit dem Ding nichts, was ich nicht machen darf. Ich lade nicht mal illegal Musik runter. Und ich guck mir keine Pornos an, wie Wendy. Kein guter Umgang. Sie darf leider nicht mehr herkommen. Hast du mich verstanden? Was ist Pornos? Nein, Sadie sagte Stornos. Leute, jetzt hört auf. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe keinen Hunger. Kein Computer. Hör auf deine Mom. Ohne kann ich keine Hausaufgaben machen. Sie lässt uns auflaufen. Ich weiß. Sie hat's ganz schön drauf. Das ist ein super schönes Geburtstagsgeschenk. Wir mussten einfach mal raus. Wir waren seit Jahren nicht mehr ohne die Kinder in Laguna. Ja, genau. Sind wir glücklich, sind's die beiden auch. Ja, ich schwöre dir, ich halte das nicht länger aus. Dieses ewig hormongesteuerte Geheule und die Hausaufgaben als Ausrede. Wir haben 2 Zicken zu Hause. Ja, 2 Mega-Zicken. Mann, nerven die. Und andauernd wollen die was. Und undankbar sind die auch noch. Oh ja, 2 egoistische Arschlöcher. Wir sind gemein. Sie sind doch unsere Liebsten. Ja, das sind sie. Ich vermisse sie schon total. Fahren wir nach Hause? Nein.